Seit Kriegsbeginn schon berichten unsere Reporterinnen und Reporter aus der Ukraine. Und in einem Weltspezial erzählt Tatjana Ohm über ihre Erlebnisse, ihre Eindrücke. Heute Abend um 20 Uhr können Sie das Kriegstagebuch von Tatjana Ohm hier bei Welt sehen. Schauen Sie rein. Und die Unterstützung für die Ukraine, das Interesse am Schicksal von Land und Bevölkerung dürfe nicht nachlassen. Diesen Appell gibt es aus der Ukraine immer wieder. Und die Bundesregierung setzt sich auch weiter ein. Olaf Scholz hat angekündigt, dass Deutschland weitere moderne Waffen liefern wird. Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Munition, Antidrohnengeräte. Das Paket hat insgesamt ein Volumen von 500 Millionen Euro. Der scheidende ukrainische Botschafter Melnyk begrüßt die Ankündigung. Aber er betont auch, sein Land brauche die Waffen schnell. Und nicht erst im kommenden Jahr. Mehr von Nadine Mierdorf. Eine Panzerhaubitze im Einsatz. Hier im ukrainischen Donbass kommen die russischen Truppen nur schleppend voran. Ukrainische Streitkräfte drängen sie immer wieder zurück. Die täglichen Gefechte sind nichts Neues mehr für uns, aber wir sind im Vorteil. Wir haben die besseren Waffen und können präziser schießen, sagt dieser ukrainische Soldat. Und er meint, das alles wird noch lange dauern. Wir brauchen mehr Waffen, mehr Unterstützung von unseren Partnern. Nur so können wir den Feind zerstören. Insgesamt 7 Panzerhaubitzen hat Deutschland bereits geliefert. 100.000 Handgranaten, 5,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition und noch vieles mehr. Doch auch nach 6 Monaten tobt der Krieg in der Ukraine unerbittlich, unaufhaltsam. Bundeskanzler Scholz sichert weitere Unterstützung zu. Wir werden weiter Waffen liefern, von der Panzerhaubitze bis zum Flugabwehrsystem, Monat für Monat. Wir werden weiter ukrainische Soldatinnen und Soldaten an modernstem europäischen Militärgerät ausbilden. Ein neues Paket sei auf den Weg gebracht, heißt Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro. Und auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg macht deutlich: Wir stehen an der Seite der Ukraine, so lange wie nötig. Nur so kann die Ukraine ihre Unabhängigkeit wahren. Nicht zu handeln, keine Waffen zu liefern, für die NATO-Partner keine Option mehr. Auch Deutschland ist nach anfänglichem Zögern dabei. Am 27. Februar dieses Jahres ruft Bundeskanzler Scholz eine Zeitenwende aus, schickt erstmals wieder deutsche Waffen ins Kriegsgebiet. Zunächst wird Deutschland dann aber vorgeworfen, der Ukraine nur zögerlich militärisches Material zur Verfügung zu stellen. Und auch 6 Monate nach Beginn des Krieges geht es vielen nicht schnell genug. Ja, wir müssen mehr tun, wir müssen es schneller tun, mit unseren Nachbarn zusammen. Und das werden wir auch machen. Die neuen Rüstungsgüter sollen offiziell 2023 geliefert werden. Ein Sprecher der Bundesregierung hat jetzt allerdings erklärt, vieles werde schon deutlich früher im Kriegsgebiet eintreffen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.